Ihr lieben Geschwister im Herrn, wir haben heute unser letztes Thema. Und ich denke, es ist noch einmal ein wichtiges Thema für alle, für jung und alt. Und ich glaube, dass gerade auch die Älteren, die Mitarbeiter, die Verantwortung tragen in der Gemeinde, dieses Thema immer wieder bewegen sollten in ihrem Herzen und vor dem Herrn, denn wir tragen Verantwortung für unsere jungen Geschwister. Die Jugend ist in einem gewaltigen Kampf. Die gläubigen jungen Christen stehen in einem Geisteskampf, dessen Gefährlichkeit und Ausmaße sie wahrscheinlich selber gar nicht so ganz genau ermessen können. Aber wir alle sollten uns das bewusst werden, dass es da um einen großen Kampf um die Seelen der jungen Gläubigen in der letzten Zeit geht, wo der Satan, der Widersacher, versucht, junge Christen abzuziehen von dem Weg der Treue, der Nachfolge, dem schmalen Weg und sie auf den breiten Weg zu locken. Und ich denke, deswegen ist dieses Thema heute Abend geistliche Gefahren für junge Gläubige und wie wir sie überwinden können, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich möchte mal beginnen, indem ich einiges aus dem zweiten Kapitel des Buches der Sprüche lese. Das Buch der Sprüche kann ich nur jedem jungen Christen und auch jedem Älteren sehr anbefehlen. Wir können die Sprüche lesen als die Unterweisung unseres gütigen himmlischen Vaters an seine Kinder, wie sie besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben können in dieser Welt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Die Sprüche sind geschrieben von Salomo in der Unterweisung seines Sohnes, aber durch Salomo spricht der lebendige Gott, spricht der himmlische Vater zu seinen Kindern, die von Neuem gezeugt sind. Wir haben es gerade gehört. Es geht um die Kinder Gottes. Und wenn wir die Sprüche so lesen, dann werden wir da manches finden, was uns geistlich in der heutigen Zeit sehr weiterhilft. Ich lese einfach mal Sprüche 2 ab Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten vor dem Weg des Bösen, vor dem Menschen, der Verkehrtes spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun, und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten. Damit auch du errettest wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst, denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlafften. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Darum wandle du auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unsträflichen darin übrig bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertrieben werden. Ja, hier haben wir eine Aussage, die wir sehr gut auf die Verführungssituation unserer letzten Zeit anwenden können. Hier werden die Kinder Gottes ermahnt, auf den Herrn und seine Unterweisung zu hören, auf sein Wort, auf seine Zucht und nicht abzuirren zu den Verführern, zu denen, die krumme Wege gehen. Und ihr Lieben, das ist heute genau die Situation, dass die christliche Jugend von Verführern angesprochen,
verlockt, gereizt wird, auf krumme, falsche Wege zu gehen. Und die Verführerin, diese fremde Frau, von der in den Sprüchen öfters die Rede ist, das ist für mich auch ein geistliches Bild für die endzeitlichen Verführungsmächte, die der Feind losschickt, um Gläubige vom richtigen Weg abzubringen. Und da müssen wir unser Herz in Keuschheit und Reinheit gegenüber dem Herrn bewahren. Wir brauchen Weisheit und Besonnenheit. Und das ist genau das, was jungen Christen ein Stück weit fehlt. Und das ist gar nicht böse gemeint und gar keine Kritik. Denn es ist nun mal so, dass ein Gläubiger, der jung ist in seinem Glaubensleben, und auch Menschen, die jung sind an Jahren, haben einfach nicht dieselbe Lebenserfahrung, die ein gereifter Gläubiger hat. Das ist ganz natürlich. Das ist auch nichts Negatives in dem Sinn. Die Gefahr ist dort, wo die jungen Menschen ein Stück weit den Schutz ihrer Eltern und der Ältesten der Gemeinde verlassen, um selber mal neue Wege auszuprobieren und ein bisschen so an den Rändern und den Zäunen zu schnuppern, wie es denn woanders aussieht. Dort kann der Feind junge, ungefestigte Gläubige ein Stück auch in die Irre führen. Und wir leben in einer Zeit, in der Endzeit, wo eben Verführung eine ganz reale Gefahr ist. Ich möchte das anhand von Matthäus 24 uns noch einmal in Erinnerung rufen, wo der Herr Jesus ja die Kennzeichen der Zeit kurz vor seiner Wiederkunft nennt. Und das erste Kennzeichen, das er nennt, ist Verführung, religiöse Irreführung im Namen Jesu Christi. Wir lesen es in Matthäus 24, Vers 4 und 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann in Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist ein prophetisches Bild auf unsere heutige Zeit. Wir leben in der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Ich denke, das ist uns allen bewusst. Der Herr kommt bald, aber zuvor erleben wir noch diese Zeit, wo antichristliche Zustände in der Welt immer mehr sich zuspitzen. Die Welt bereitet sich auf den Antichristen vor, so wie wir als Gläubige uns auf die Wiederkunft des Herrn Jesus vorbereiten dürfen. Und in dieser Zeit ist Verführung die gefährlichste Waffe des Feindes gegen die Gemeinde. Ihr alle habt es selbst, die Älteren, noch erlebt, wie hart die Verfolgung sein kann, wenn der Satan kommt wie ein brüllender Löwe, um zu suchen, wen er verschlinge. Aber Tatsache ist es, dass die Verfolgung der wahren Gemeinde Jesu Christi zu keiner Zeit wirklich schaden konnte, sondern letztlich hat sie immer dazu geführt, dass die Gemeinde gereinigt und gestärkt wieder auferstanden ist und diese Verfolgung überwinden durfte. Aber die Verführung, die Irreführung in einer Zeit der Lauheit, in einer Zeit des faulen Friedens, des Wohlstandes, der Toleranz von allem und jedem, das ist eine weitaus größere Gefahr für alle Gläubigen, aber besonders auch für die jungen Gläubigen. Wir leben also in dieser Zeit der Verführung, eine Zeit, wo der Herr Jesus sagt, unter den Gläubigen wird die Gesetzlosigkeit immer mehr überhand nehmen und die Liebe erkalten. Ich bin überzeugt, dass hier von den Gläubigen die Rede ist, denn das Wort für Liebe ist hier Agape, und Agape-Liebe kann die Welt gar nicht haben. Agape-Liebe ist etwas, was nur Gläubige haben können. Also unter den Gläubigen in den christlichen Kreisen breitet sich in der Endzeit die Gesetzlosigkeit immer mehr aus und die Botschaft von falschen Propheten findet Gehör. Falsche Propheten, die sagen, der Herr hat mir etwas Neues geoffenbart. Der Herr redet durch mich, hört auf mich. Solche Leute haben wir zur Genüge, nicht nur in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, aber dort ganz besonders. Und diese Stimmen werden immer lauter, sie werden vielfältiger und sie alle reden im Namen Jesu Christi. Und das ist etwas, ich muss sagen, als junger Christ, als ich da in die Pfingstbewegung hineingekommen bin, ich war naiv. Ich habe echt gedacht, jeder, der sagt, ich glaube an Jesus Christus, ist ein liebes Gotteskind und er kann es nur gut meinen.
Und ich habe überhaupt nicht geahnt und es war mir überhaupt nicht bewusst, was die Bibel alles an Warnungen über die Endzeitverführung enthält, sondern ich habe einfach gedacht, die werden schon recht sein. Das klingt alles gut und schön und dann wird es auch gut und schön sein. Und so habe ich mich trotz mancher Warnungen einfach für diesen falschen Geist und diese falschen Lehren geöffnet und habe es erst gemerkt, als ich schon voll mittendrin war und 4 Jahre meines Lebens im Grund verschwendet habe, in einer religiösen Irreführung ersten Grades. Ja, und so geht es manchen jungen Christen heute, dass ihnen nicht bewusst ist, nicht jeder, der sagt, ich liebe Jesus und ich glaube an Christus, dass nicht jeder, der so redet, wirklich auch ein treuer, wiedergeborener Gläubiger ist. Nicht jeder, der sagt, ich habe neue, interessante Wege, die kannst du doch mal ausprobieren, ist ein Bote Gottes, sondern in den meisten Fällen, wenn nicht in allen, sind genau solche Leute Irreführer. Und Verführung bedeutet ja, dass sozusagen die Menschen auf einen falschen Weg geführt werden, der nicht zum göttlichen Ziel führt. Und genau das versucht der Feind unter allen Gläubigen, aber besonders auch unter den jungen Gläubigen. Ich möchte noch mal 2 Stellen lesen, die die Gefahr deutlich machen, die von dieser Verführung ausgeht. Im 2. Petrusbrief, im 2. Kapitel am Anfang, lesen wir auch noch einmal diese Warnung, die das aufgreift, was der Herr Jesus in Matthäus 24 gesagt hat. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten oder verderbenbringende Irrlehren einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also in der Endzeit folgen viele den falschen Lehrern nach, nicht nur wenige. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Sache, die manche Christen, junge Christen auch denken, ja, da wo die vielen hinlaufen, da kann es nicht verkehrt sein. Ja? Wenn man den Weg nicht weiß in irgendeine Veranstaltung, da gibt es manche, die sagen, ach, bevor ich den Weg erfrage, laufe ich einfach mal dahin, wo fast alle hinlaufen. Das wird schon richtig sein. Aber ihr Lieben, das ist in geistlichen Dingen ganz gewiss kein guter Ratschlag. Denn in der Endzeit sind die vielen diejenigen, die sich im Irrtum befinden. Und die wahren Gläubigen, die Gottesfürchtigen, sind eine kleine Minderheit, eine kleine Herde. Sie haben eine kleine Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht den vielen hinterherlaufen, sondern dass wir uns ausrichten auf das Wort Gottes und auf die Gottesfurcht, die uns gewiss ans Ziel bringt. Das haben wir gelesen in den Sprüchen. Und ich möchte da aus dem 2. Petrus im 3. Kapitel noch den Abschluss lesen, den Vers 17 und 18 in 2. Petrus 3. Ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Hütet euch, seid wachsam, passt auf, dass ihr nicht falschen Lehren folgt, dass ihr nicht mit fortgerissen werdet von Strömungen, die eine gewaltige Dynamik entwickeln können. Zum Beispiel die Charismatik, ja. Da geht es laut und fröhlich zu, dynamisch, die Leute reden von Massenerweckung, von Millionen, die sich bekehren werden, von gewaltigen Wundern. Und das reizt manche junge Christen und die sagen, ja da geht die Post ab, wie man so sagt, da ist etwas los, da will ich doch gerne mit dabei schwimmen. Da werden wir mit fortgerissen von falschen Strömungen und verlieren unseren festen Stand. Und der ist eben bei jungen Christen oft noch nicht so fest. Das ist auch gar nicht schlimm, das ist verständlich. Aber gerade sie sind deshalb in dieser Endzeitverführung besonders gefährdet. Und wir lesen das Gegenmittel von Gott: Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das möchte der Herr uns schenken, dass wir gefestigt werden im nüchternen biblischen Glauben, dass wir uns unterweisen lassen, dass die jungen Gläubigen die Zeit der Unterweisung, des Hörens, des Lernens und auch der Unterordnung befolgen, bevor sie sich leichtfertig auf eigene Wege begeben und falschen Lehrern folgen. Und das wollen wir heute Abend mit Gottes Hilfe etwas näher betrachten.
Verführung, Irreführung ist etwas, das letztlich immer ausgeht von dem Widersacher der Seelen, von dem Satan. Und das wird uns besonders gezeigt in dem Bild der Schlange und in dem Bild des Engels des Lichts, der sich verstellt. Und eine ganz wichtige Stelle, die uns warnt vor der Verführung in der letzten Zeit, die möchte ich auch mit uns lesen heute Abend. Das ist 2. Korinther 11. Eine Schlüsselstelle zum Verständnis auch der endzeitlichen Verführung, davon bin ich überzeugt. Eine Stelle, die uns lehrt, worum es dem Widersacher geht. Bei allen, bei Jung und Alt, aber besonders auch bei den jungen Christen. Die Korinther waren ja auch junge Christen, wenn man das so nimmt. Jung im Glauben, vielleicht schon alt an Jahren, aber jung im Glauben. Und da kamen nach dem Weggang des Apostels Paulus, der woanders das Evangelium verkündigen musste, kamen Verführer in die Gemeinde von Korinth. Die kamen aus Jerusalem, das waren Juden, die waren hervorragende Rhetoriker, die waren geschult und wussten bestens Bescheid. Und die haben die Korinther so beeindruckt, dass sie den Apostel Paulus als etwas Minderwertiges und Zweitrangiges eigentlich beiseite geschoben haben. Und nun warnt der Apostel Paulus sie vor diesen Verführern, die bei ihnen eingedrungen waren. Und das lesen wir in Vers 2, in 2. Korinther 11. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also diese jungen Christen, die Korinther, die waren beeindruckt von der Rhetorik dieser Verführer und sie haben gar nicht gemerkt, dass ihnen ein andersartiger Jesus verkündigt wurde. Und das ist auch die große Not, die wir heute haben mit den verschiedenen Verführern. Die Charismatiker verkündigen einen anderen Jesus. Die modernen liberalen Christen verkündigen einen anderen Jesus, nicht den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Die Katholiken verkündigen einen anderen Jesus. Und wir müssen aufpassen, nicht jeder, der sagt, ich liebe Jesus, ich glaube an Jesus, glaubt auch wirklich an den biblischen Herrn auf biblische Weise. Und das ist genau diese Verführung. Das ist genau das, wo viele Christen heute den Schein und die Fassade für den Kern nehmen und dadurch sich täuschen lassen. Ja, der Feind versucht, die Gläubigen von der Einfalt Christus gegenüber abzulenken. Er möchte ihre Gesinnung verderben. So warnt uns hier der Geist Gottes. Und schaut, das ist genau das, was heute in großem Maßstab leider passiert. Der Apostel Paulus erinnert die Gläubigen daran, als sie sich bekehrt haben, da sind sie so, haben sie sozusagen geistlich den Ehebund mit dem Herrn Jesus, ihrem Bräutigam im Himmel, geschlossen. Und nun waren sie ihm anverlobt und waren berufen, in Keuschheit und Treue ihren Weg hier auf der Erde zu gehen, bis sie einmal mit dem himmlischen Bräutigam auf immer vereint sein würden. Und das ist ja unser Weg, unser Ziel. Wir leben hier auf der Erde. Wir sehen den Herrn Jesus noch nicht. Er ist im Himmel, er ist verherrlicht. Wir leben im Glauben, noch nicht im Schauen. Wir haben diese Hoffnung, dass wir einmal mit ihm Gemeinschaft haben werden in ewig. Aber hier auf der Erde sind wir berufen, als eine keusche Jungfrau unseren Weg zu gehen, hin zu dem himmlischen Bräutigam, ohne uns auf die Lüste dieser Welt oder auf falsch-religiöse Verführung einzulassen. In Keuschheit, in Ganzhingabe, in Einfalt des Herzens leben. Wisst ihr, und ich denke, euch Jüngeren ist es ganz bewusst, Einfalt ist ja heute ein Schimpfwort. Wenn man einfältig ist, dann fehlt es einem an Cleverness, dann weiß man nicht, wie man so sein Ding durchziehen kann. Das ist negativ in den Augen der Welt. Aber Einfalt ist in den Augen Gottes etwas ganz, ganz Kostbares. Wisst ihr, was Einfalt bedeutet? Einfalt gegenüber Christus. Ich bin überzeugt, es bedeutet das, was Luther so schön in Psalm 73 unübertroffen übersetzt hat. Wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt. Und wisst ihr, das ist ja etwas Schönes, wenn ein junger Christ sich wirklich echt bekehrt hat, dann hat er eigentlich diese Einfalt und erste Liebe zu dem Herrn Jesus. Dann weiß er, ich habe jetzt den Herrn Jesus und damit habe ich alles, was ich brauche. Ich brauche nichts anderes als meinen Herrn Jesus Christus. Er ist meine Freude, mein Friede, meine Stärke, meine Weisheit. Alles habe ich in dem Herrn Jesus. Was brauche ich denn noch auf der Erde? Das ist Einfalt. Das ist die erste Liebe. Das ist das, was der Geist Gottes eigentlich in jedem Gotteskind bewirken will und was er eigentlich auch in uns erhalten will über die Jahre. Nur ist es sehr schwierig. Es gibt viele Einflüsse in dieser Welt, die uns von dieser einfältigen Liebe, dass der Herr Jesus uns alles ist, ablenken, wo wir andere Ziele bekommen, andere Dinge uns wichtig werden, die eigene Karriere, ein tolles Haus, ein tolles Auto, ja, oder eben auch falsche Religion, Geistestaufe, Zungenreden, Erweckungsbotschaften, Dinge, die im Grund von dem wahren Herrn Jesus ablenken, mit viel religiöser Schaumschlägerei. Auch das kann die Einfalt gegenüber Christus zerstören. Und wisst ihr, in dieser Zeit müssen wir drum ringen, jung und alt, dass wir diese Einfalt bewahren und vielleicht müssen wir sie uns auch wieder ganz neu schenken lassen, wo wir merken, wir haben sie schon verloren. Und darum geht es. Der Feind versucht, die Gesinnung der Gläubigen ein Stück zu verderben, indem er sie in die Weltliebe lockt oder in falsche Superfrömmigkeit. Ja, die Charismatismus ist eine falsche Frömmigkeit, ein falscher Erlösungsweg. Und es scheint, dass das die Stärkeren, die Vollmächtigeren, die besseren Christen sind. Da gibt es auch noch andere Verführer, wie ein Ivo Sasek zum Beispiel oder Erlo Stegen, so bestimmte besondere Heiligungsprediger, die auch so einen falschen Jesus, eine falsche Frömmigkeit predigen. Und das ist manchmal sehr beeindruckend. Manche junge Christen sind darauf auch schon hereingefallen. Aber die allermeisten, die verführt der Feind durch die Welt, durch die Angleichung an die Welt. Das ist seine schärfste Waffe. Die Liebe zur Welt zu fördern bei den Christen. Und diese Dinge führen dazu, dass letztlich wir nicht mehr von ganzem Herzen dem Herrn Jesus nachfolgen, sondern dass wir ein gespaltenes, ein geteiltes Herz haben und dann kann der Feind uns auf eine falsche Bahn ziehen. Und das ist eigentlich die große geistliche Gefahr der Endzeit, dass wir irregeführt werden von dem schmalen, steilen Weg der echten Christusnachfolge hinweg. Und da bietet der Feind uns eine breite Autobahn an, eben flach. Da können viele, viele Hunderttausende von Leuten spazieren, tanzen, flanieren, Spaß haben. Nur das Problem ist, der breite Weg führt ins Verderben. Der führt nicht in den Himmel. Und die falschen Christen, die falschen Verführer sagen, hey, komm mit auf den breiten Weg, der führt geradewegs in den Himmel. Und das ist ein Riesenbetrug, ihr Lieben. Ein Betrug, den aber manche Christen gerne glauben, ja, weil es eben für ihr Fleisch, für ihre Wünsche nach Selbstverwirklichung, nach Lustbefriedigung so förderlich ist, auf diesen Weg zu gehen. Und das ist genau die große Verführungsgefahr, auch gerade für junge Christen, aber auch für manche Ältere, das Christentum des breiten Weges. Ein verweltlichtes, äußerliches Christentum, das eigentlich heidnisch ist, das gar nicht mehr echt ist, aber das durchaus attraktiv aussieht für ungefestigte Christen. Und dieses Christentum ist uns beschrieben in einer ganz bemerkenswerten Stelle, nämlich in 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Und das wollen wir auch noch einmal miteinander lesen. Das ist ein prophetisches Bild der endzeitlichen Namenschristenheit, so wie wir sie heute haben, bis hinein in die Allianzkreise, bis hinein in die Evangelikalen, die Kirchen. Das, was wir heute haben, das ist eigentlich im Wesen genau das, was der Geist Gottes hier beschreibt, als eine geistliche Gefahr der letzten Zeit. Ich lese einmal 2. Timotheus 3, Abvers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, das ist unsere Zeit, wo wir leben, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden.
denn die Menschen werden sich selbst lieben. Wollen wir da gerade mal stillhalten? Das ist genau eigentlich das Kernkennzeichen dieses Christentums des breiten Weges. Sich selbst lieben. Die Leute auf dem breiten Weg, da gibt es viele amerikanische Verführungsbücher von irgendwelchen Psychologen, die sagen zum Beispiel, du musst dich selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Das steht da in solchen Büchern drin. Und was sagt die Bibel? Was sagt unser Herr Jesus? Wer mir nachfolgen will, nicht der liebe sich selbst, sondern der verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich, das heißt, er gebe sein Eigenleben in den Tod, anstatt es zu entfalten und zu hätscheln und zu pflegen. Da liegen Welten dazwischen. Das ist ein totaler Gegensatz. Entweder das eine oder das andere. Entweder Selbstverwirklichung und Selbstliebe oder Selbstverleugnung und Liebe zu Christus. Das kann man nicht miteinander vereinbaren. Aber die Verführer des breiten Weges, die Prediger des breiten Weges sagen, oh, du kannst es wunderbar miteinander vereinbaren. Du kannst dich selber verwirklichen und ausleben und deine Bedürfnisse pflegen und gleichzeitig kannst du ein hingegebener Christ sein. Tja, klingt doch gut, klingt doch attraktiv, kann man alles beides miteinander kombinieren. Das Problem ist nur, es stimmt nicht überein mit dem, was unser Herr Jesus und was der Apostel Paulus gelehrt hat. Und entweder halten wir uns an die biblische Wahrheit oder wir glauben unseren eigenen Wunschvorstellungen und den Predigten von modernen Verführern und dann sind wir ganz schlecht dran. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das ganz nüchtern verstehen, was hier gespielt wird. Die Menschen werden sich selbst lieben, sie drehen sich um sich selbst, sie wollen sich selbst verwirklichen. Und dann geht es weiter, daraus kommt natürlich aus dieser Grundhaltung, kommen alle möglichen anderen Sünden. Sie werden geldgierig sein, prahlerisch, überheblich. Sie sind arrogant. Sie wissen es natürlich besser als diese einfältigen Christen des schmalen Weges, diese Frömmler, diese Beter, diese Pietisten. Über die ergießt sich der Spott der modernen Christen. Und es ist gerade in der Jugend nicht einfach, wenn vielleicht solche Christen des breiten Weges sagen, naja, ihr seid ja beschränkt, ja? Ihr seid ja hinten dran, ihr tut mir leid. Ne? Das ist nicht leicht. Aber ihr Lieben, wir müssen die Dinge mit den Augen des Herrn Jesus sehen und mit den Worten des Herrn Jesus messen, nicht mit dem, was die Welt und die verweltlichten Christen uns sagen. Sie sind hochmütig, überheblich, sie sind Lästerer, sie sind den Eltern ungehorsam. Wisst ihr, das ist einer der grundlegenden Züge ist eine der schlimmsten Früchte der 68er Kulturrevolution in unserem Land, dass systematisch die Autorität der Eltern wie auch der Staates, der Vorgesetzten, der Lehrer kaputt gemacht wurde, herabgerissen wurde, der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Und das ist ein böser, ein teuflischer Geist. Das ist genau das Gegenteil von dem Geist Gottes, der uns lehrt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Du sollst Vater und Mutter ehren, respektieren, sie als Vorbild nehmen. Und das wird systematisch untergraben, nicht nur in der Welt, sondern auch in der verweltlichten Christenheit. Christliche Jugendarbeit nach dem breiten Weg ist eine einzige inszenierte Revolte gegen die Älteren und auch eben ein Selbstverwirklichungstrip. Man beschäftigt die jungen Leute mit Rock- und Popmusik, mit Pantomime, mit dem ganzen Gift der Welt und versucht sie dem Weg der Heiligung und der Christusnachfolge zu entfremden. Das geschieht in ganz vielen Gemeinden, in den sogenannten freien evangelikalen Gemeinden passiert genau das, eine gigantische Jugendverführung durch Rock- und Popmusik, durch weltliche Kultur, durch eine falsche Lehre, die eben die Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt stellt. Und Tausende und Zehntausende von jungen Leuten gehen begeistert darauf ein und sagen sich, das ist das wahre Christentum. Und darin liegt eine gewaltige Verführung und eine gewaltige Gefahr für junge Christen heute. Den Eltern ungehorsam. Und ein wahrer Christ, ein wahrer junger Gläubiger
zeigt seinen Glauben nicht zuletzt dadurch, dass er die Eltern ehrt und den Eltern gehorsam ist und sich unter die Ältesten unterordnet, wie es 1. Petrus 5 lehrt. Und das ist heute eine Front, an der Schlachten geschlagen werden und leider viele Christen auch Schlachten verlieren. Ja, sie sind undankbar und unheilig. Ja, Heiligung ist ein ganz unbequemes Wort bei vielen christlichen Jugendlichen. Sie wollen nicht heilig sein, sondern sie wollen der Welt gleichgestellt sein. Sie wollen genauso zügellos und unanständig und lockerlässig rumlaufen und sich verhalten wie die weltlichen Jugendlichen auch. Das ist ihre große Sehnsucht. Und deswegen gehen sie am Ziel vorbei. Das ist das Christentum des breiten Weges. Unheilig. Ein wahrer Gläubiger lebt in der Heiligung. Ein wahrer Gläubiger, der den Herrn kennt, der strebt nach Heiligung, der weiß, ich muss mich absondern von der Welt. Ich kann mich nicht gleichstellen. Ich muss mich unterscheiden von der Welt, wenn ich dem Herrn Jesus gefallen will. Das ist doch ganz klar. Aber das ist gar nicht so klar für viele junge Christen, die da in einem gewaltigen inneren Kampf stehen und sich gerne irgendwie der Welt etwas anpassen würden, damit der Spott weniger wird, damit ihre Selbstverwirklichung gefördert wird. Und genau das haben diese falschen Christen, die hier beschrieben werden, zu ihrem Programm gemacht. Sie sind unheilig und es stört sie gar nicht. Sie sind lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht. Das ist auch so ein Punkt. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstbeherrschung, Zucht, Disziplin, dass man nicht alles auslebt, was einem so in den Kopf kommt, was einem in den Gefühlen und Gedanken aufsteigt. Das ist so etwas Wichtiges. Aber die Welt, die Jugend der Welt und die Jugend der verweltlichten Christengemeinden, die lernt das nicht mehr, sondern die lernt ganz genau, ihren eigenen Bauchimpulsen zu folgen und Zucht zu verwerfen. Und das ist eine ganz verderbliche Sache, ihr Lieben. Zuchtlosigkeit, Disziplinlosigkeit ist eine Verführung des Teufels und ist etwas, was eine große geistliche Gefahr ist. Man lässt sich nichts mehr sagen, man lässt sich gehen, man lässt sich treiben. Und wo es hingeht, will man nicht wissen. Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Und das ist auch so eine Sache, leichtsinnig. Wie oft habe ich von manchen jungen Christen gehört, was ist denn dabei? Ins Kino gehen, Fernsehen, Disco-Musik, Rockmusik, was ist denn dabei? Ist doch nicht so schlimm, ist doch alles easy, ist doch klasse, kann man doch machen. Ja, die jungen Leute, sie spielen mit dem Teufel, sie spielen mit dem Bösen, sie wollen es gar nicht wahrhaben, dass gewisse Dinge aus dem Bösen sind und eine Gefahr sind. Das ist Leichtsinn, Leichtfertigkeit. Man macht da Witze drüber, man will cool erscheinen. Und dann geht es auf einen ganz, ganz gefährlichen, falschen Weg. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist ein Wort, ihr Lieben. Das ist so ernst. Genauso leben viele, viele Tausende von Leuten, die sich als junge Christen, als gläubig bezeichnen. Sie jagen dem Vergnügen nach. Sie gehen in irgendwelche charismatische Gemeinden, wo sie sonntagmorgens Hip-Hop tanzen zu irgendwelchen Rock- und Pop-Anbetungsliedern und meinen, sie dienen Gott mit diesem zügellosen Gehabe. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie sagen, sie lieben Gott, aber in Wirklichkeit lieben sie das Vergnügen. Und genau auf diese Schiene bringt der Teufel die christlichen Jugendlichen über alle möglichen Dinge, über das Internet und diese ganzen üblen Einflüsse, die von dort herkommen, über Computerspiele, Games, die manchmal die jungen Menschen geradezu gefangen nehmen und süchtig machen. Und alles nur im Namen des Vergnügens. Die ganze Rock- und Pop-Industrie ist eine gewaltige Vergnügungsindustrie mit Hunderten von Milliarden Dollar Umsatz weltweit. Ein riesiger Wachstumsmarkt und die allermeisten, die besten Kunden sind die Jugendlichen. Ja, und dieser Verführung steht der Ruf des Herrn Jesus in die Nachfolge gegenüber.
Der Herr Jesus verspricht nicht Selbstverwirklichung. Er verspricht nicht, dass wir ein lockeres, leichtes Leben haben, wo uns alles gut läuft und wo wir alle unsere Lüste und Wünsche befriedigen können. Der Herr Jesus ruft uns in seine Nachfolge und das heißt, er ruft uns zum Kreuz. Ich möchte das einmal lesen als Kontrast zu diesem Verführungsprogramm, was der Herr in Matthäus 16 dem Petrus gesagt hat. Wir kennen das alle, aber wollen uns einfach noch einmal in Erinnerung rufen. Da sprach Jesus, Vers 24 folgende, zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, er soll Ja sagen zu seinem Tod, zum Tod des Eigenlebens. Das ist das Kreuz. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, und da steht Psyche, ich habe das schon, glaube ich, gesagt, seelisches Eigenleben. Wer sein seelisches Eigenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein seelisches Eigenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wisst ihr, das sind ernste Worte. Die Verführer sagen den jungen Leuten, genieß dein Leben, mach es easy, sei happy. Das wird ja heute alles in Englisch ausgedrückt, kann man nicht mehr Deutsch sagen. Der Herr Jesus sagt, gib dein Leben in den Tod, verleugne es, verliere es, dann wirst du es bei mir gewinnen. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Es sind zwei verschiedene Wege, ich kann nur einen von den beiden gehen. Der Herr Jesus ist keiner, der den Leuten etwas Falsches verspricht. Als er einmal eine harte Predigt gehalten hat und alle ihn verlassen haben, dann ist er zu den Zwölf, hat er sich zu den Zwölf gewandt und hat gesagt, und ihr wollt ja auch weggehen. Er hat die nicht gehalten mit falschen Versprechungen, er hat sie nicht betrogen. Er hat gesagt, überschlagt die Kosten, bevor ihr den Turm bauen wollt. Er war ehrlich mit den Leuten. Und genau das brauchen auch junge Christen, dass ihnen klar gesagt wird, worum es geht. Wirkliche Bekehrung, wirkliche Christusnachfolge heißt, dass ich mein Leben dem Herrn Jesus übergebe und dann habe ich es nicht mehr selber zur Verfügung, um es in meinen eigenen Lüsten zu leben. Dann gehört es wirklich dem Herrn und er kann entscheiden. Und sein Wort ist dann meine Richtschnur und nicht mehr mein Wille und nicht mehr irgendwelche Verführungsphrasen von irgendwelchen falschen Propheten. Das ist so wichtig. Dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen, in Treue, in Selbstverleugnung, das kostet uns etwas, ihr Lieben. Aber auf der anderen Seite bringt es auch einen herrlichen Lohn und einen Segen, den niemand missen möchte, der diesen Weg einmal eingeschlagen hat. Ja, 2. Korinther 5, Vers 14 und 15, der Apostel Paulus, also ein weiterer Zeuge für diesen Weg der wahren Christusnachfolge. Er hat es gelebt. Vom ersten bis zum letzten Atemzug seines geistlichen Lebens war er dem Herrn hingegeben und hat für den Herrn gelebt. Und das drückt er so aus, 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Das ist der Ruf Gottes auch an die jungen Christen heute. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Gestorben dem Eigenleben, gestorben ihren Ansprüchen, ihren Wünschen, ihrer Selbstliebe, gestorben. Und dann kommt der Satz, Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ihr lieben jungen Christen, ihr lieben jungen Leute, das wünschte ich, dass das euch ins Herz eingebrannt ist, dass ihr das behaltet von dieser Verkündigung, was der Weg des Herrn Jesus ist. Wenn ich erkannt habe, dass der Sohn Gottes für mich sein Leben gelassen hat, sein Blut gegeben hat am Kreuz, gelitten hat im Gericht Gottes, dann ist die einzige Antwort, die richtig ist und die angemessen ist, dass ich mein Leben nicht mehr für mich selbst lebe, nicht selbst behalte, sondern dass ich es ganz dem Herrn Jesus weihe. Und weihe, das bedeutet ein Opfer bringen. Und das, was ein Opfer ist, das ist Tod.
Das habe ich nicht mehr in der Hand. Römer 12, Vers 1 haben wir gestern gehört, wir sollen unsere Leiber darbringen, hingeben, als ein lebendiges, heiliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das ist das Allerbeste, was ein junger Christ tun kann. Diese Entscheidung zu treffen und bei dieser Entscheidung zu bleiben. Dann wird die Kraft des Herrn Jesus ihn erfüllen und er wird in der Lage sein, wie wir es heute schon in der Einleitung gehört haben, den abwärtsziehenden Kräften dieser Welt und dieser letzten Zeit zu widerstehen, sie zu überwinden und sich nach oben zu schwingen, in die Gemeinschaft mit unserem verherrlichten Herrn im Himmel. Das können wir, wenn wir mit dem Herrn Jesus leben und wenn wir sein Wort befolgen. Und wenn wir nicht auf die Verführer hören, die sagen, du kannst beides haben, du kannst das Ticket in den Himmel haben und du kannst hier auf der Erde leben wie die Weltleute, deinen Lüsten leben, weltförmig leben, den breiten Weg genießen und dann am Ende der Himmel. Das ist eine teuflische Lüge. Aber sie wird heute ganz viel gepredigt von toleranten, humanistischen, netten Leuten, die freundlich wirken, überzeugend wirken. Aber es ist eine Lüge. Wir müssen die Worte des Herrn hören, nicht auf die Worte der modernen Verführer. Ja, was ist die Gefährdung junger Gläubiger im Besonderen? Nun, ich denke, manchen jungen Christen ist das wahrscheinlich nicht so ganz bewusst, aber wir haben das in dem Buch der Sprüche gelesen. Junge Menschen sind in manchem noch unreif, unerfahren und unverständig. Ein Stück naiv. Das ist, wie gesagt, nichts Böses an sich. Das ist unvermeidlich. Aber es ist dort eine Gefahr, wo ein junger Mensch sich selber überschätzt und es gar nicht sich dessen bewusst ist, dass er ein Stück schutzbedürftig ist und noch nicht sich selber orientieren kann. Und die brutale Stimme des Teufels, auch in der Welt, sagt den jungen Menschen, schon mit 12, 13, 14, hör nicht mehr auf deine Eltern, auf die Alten. Die sind verkalkt, die sind von gestern. Mach einfach, was du willst. Du weißt es besser. Du bist der Checker, der Durchblicker. Du weißt das alles besser und du kannst deinen eigenen Weg gehen. Lass deine Eltern beiseite. Die schränken dich nur ein. Die stehen deiner Selbstverwirklichung im Weg. Das ist die Botschaft des Teufels an die junge Generation. Und ihr alle könnt in der Schule mitbekommen, wie diese jungen Leute leben, die nach dieser Botschaft leben. Letztlich leben sie in Finsternis, in Sünde, in Elend. Sie haben ständig wechselnde Freundschaften, sie kommen in Drogen. Sie sind letztlich unglücklich in ihrer Rebellion gegen ihre Eltern, aber sie kennen es nicht anders und wollen es auch nicht anders. Und das ist der Weg, den der Teufel auch der christlichen Jugend anbietet. Und viele Jugendliche in verweltlichten Gemeinden gehen genau diesen Weg, dass sie es besser wissen wollen als die Alten. Dass sie sagen, was sollen die Ältesten? Ich will meinen Weg gehen. Wir machen unser Ding als Jugend. Und wie viele sind schon weggegangen, auch aus solchen evangelikalen Gemeinden, sind in irgendeine extrem charismatische Jugendkirche gegangen, wo sie zügellos ihren Lüsten leben können und niemand sagt, was, sie wird noch angefeuert dabei. Und das ist die Gefahr der Selbstüberschätzung. Wie gesagt, es ist normal, dass ein junger Christ noch nicht alle Dinge verstehen und durchblicken kann in dieser gefährlichen Welt. Und ihr Lieben, das möchte ich euch auch ans Herz legen. Das ist mir so bewusst geworden, als ich als Christ reifen durfte und älter werden durfte, dass es Gottes guter Schutz ist, dass den Jungen gesagt wird, ordnet euch euren Eltern unter, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist mir tief bewusst geworden, so wie es auch im Leben viele Gefahren gibt, die ein junger Mensch nicht abschätzen kann. Das ist heute die ganz übliche Sache. Drogen war schon zu unserer Zeit so. Die Eltern haben gesagt, sei vorsichtig, nimm keine Drogen. Und die Jugendverführer haben gesagt, hey, hör nicht auf die Alten, die sind von gestern. Hey, du musst Haschisch nehmen, du musst LSD nehmen, ganz tolle Sache. Du wirst wunderschöne Sachen erleben. Die Spießer wollen dich bloß einengen.
So, und Tausende, Zehntausende haben diesen Einflüsterungen des Teufels schon zu meiner Zeit geglaubt. Sie haben die Warnungen ihrer Eltern beiseite geschoben, sie haben Drogen genommen. Und tatsächlich, da waren ein paar schöne Erlebnisse dabei. Nur dann kamen die Horrortrips und dann kam das, dass die Leute lebensuntüchtig wurden, nicht mehr lernen konnten, aus der Schule geflogen sind und zum Schluss sind so viele mit einer Überdosis Heroin auf irgendeinem Bahnhofsklo geendet. Das hat ihnen der Teufel nicht vorher gesagt. Der Teufel hat ihnen das nur in den schönsten Farben ausgemalt, wie toll es ist, wenn man Drogen nimmt. Versteht ihr? Und genau das ist diese Sache. Der Feind hat die jungen Menschen in der Welt verführt, nicht auf die Älteren und ihre Warnungen zu hören. Probier's selber aus. Und dann am Ende waren sie die Betrogenen. Und so geht es im Geistlichen heute mit der verweltlichten Christenheit und der verweltlichten christlichen Jugend. Man sagt den jungen Leuten, mach dein eigenes Ding. Die Eltern, die wissen sowieso nicht so Bescheid, charismatische Lieder sind toll und dieses und jenes ist einfach ganz klasse und wir leben einfach anders. Wir leben unseren Stiefel, lass die Alten ihre Sachen machen. Und das ist vom Teufel, das ist böse. Damit lockt der Teufel ungefestigte junge Christen aus dem Schutz der Ältesten und der Eltern heraus und bis sie merken, dass sie da in eine Verführung geraten sind, ist es oft schon zu spät. Ja? Der Feind ist immer ein Lügner, er erzählt immer nur die halbe Wahrheit. Ja? Das war schon bei der Schlange so. Die Schlange hat gesagt, mitnichten werdet ihr sterben. Und das war eine Lüge. Und so müssen wir aufpassen, müssen junge Christen besonders aufpassen, dass sie den Lügen und Verführungen des Feindes aufgrund ihrer Unerfahrenheit nicht letztlich auch ein Stück auf den Leim gehen. Sie müssen besonnen bleiben. Sie sollen auf die Unterweisung des Vaters und der Mutter hören, anstatt es besser wissen zu wollen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und dass junge Menschen wissen, viele Dinge im Leben kann ich mit 16 nicht beurteilen, mit 20 auch noch nicht, manches erst mit 25. So eine gewisse Reife, würde ich mal sagen, ist überhaupt erst ab 25 da. Und selbst da ist es noch gut, man hört auf den Rat der Älteren. Und viele geistliche Dinge, Gefahren im Reich Gottes, die kann man oft erst richtig durchschauen, wenn man 30, 40 Jahre im Glauben steht. Das können selbst solche nicht ohne weiteres, die vielleicht 10 Jahre gläubig sind. Und deswegen sagt die Bibel in 1. Petrus 5, ihr Jüngeren ordnet euch euren Ältesten unter. Ich möchte einmal ein Beispiel sagen. Als wir mit vollen Segeln in die Charismatik hineingerauscht waren, da haben wir einen Freund gehabt, auch einen gläubigen jungen Mann, mit dem wir früher gebetet haben miteinander. Und den habe ich eingeladen und habe gesagt, komm doch mal zu uns in die Versammlung, da ist es ganz toll. Und dann sagt er, nein, das mache ich nicht. Ich sage, wieso? Was ist los? Ja, weißt du, ich kann das nicht so gut beurteilen, hat er gesagt. Ich kenne mich da nicht so aus mit der Charismatik. Aber die Ältesten von meiner Gemeinde, wo ich hingehe, die haben mich gewarnt und haben gesagt, das ist gefährlich. Und die Bibel sagt, ihr Jüngeren, ordnet euch euren Ältesten unter und deswegen gehe ich nicht in deine Gemeinde. Da habe ich gedacht, so, habe mich geärgert. Aber eigentlich musste ich zugeben, der junge Mann hat richtig gehandelt. Ja? Und im Nachhinein, als wir nach 4 Jahren die Trümmer unseres geistlichen Lebens und dieser Verführungszeit zusammengekehrt haben, da habe ich manches Mal noch an diesen jungen Mann gedacht. Der konnte in einer relativ biblischen Gemeinde seinen Weg treu weitergehen, weil er Gottes Wort berücksichtigt hat, weil er gehorsam war und den Ältesten sich untergeordnet hat, auch wenn er selber nicht beurteilen konnte. Und es ist viel besser, so zu handeln, als zu sagen, hey, ich kann alles beurteilen, ich kann das schon rausfinden. Wenn da irgendwas schief läuft, dann würde ich das doch merken, oder? Das ist Hochmut. Ja? So fällt man rein. Und deswegen kann ich euch nur auch den Rat geben, dass ihr wirklich euch eurer Verführbarkeit, eurer Mangels an Beurteilungsvermögen und Erfahrung demütig bewusst bleibt und nicht meint, ich weiß es besser als meine Eltern und meine Ältesten. Das ist ein Ratschlag, der ist biblisch. Ob ihr ihn befolgt, das müsst ihr selber wissen. Aber es ist ganz wichtig, dieser Schutzraum der Unterordnung, dieser Schutzraum, dass Gott erfahrenere, ältere
zur Aufsicht gesetzt hat über die Jungen, das ist, weil Gott die jungen Menschen liebt, weil er ihr Bestes will, nicht weil er sie einschränken will, überhaupt nicht, sondern weil er weiß, dass wir in einer bösen Welt voller Gefahren leben. Das gilt für die Welt und für die christliche Welt erst recht. Und da braucht ihr jungen Gläubigen den Schutz eurer Gemeinde, den Schutz der Ältesten und den Schutz eurer Eltern. Und es ist ganz wichtig, dass wir den nicht missachten und verlassen. Und das ist eben auch die Gefahr des Hochmuts und der Besserwisserei, ist natürlich auch dadurch gegeben, und es gilt sicherlich auch für euch, dass die jungen Leute in der Regel oft eine bessere Ausbildung haben, in der Schule oftmals schon lernen, hochmütig zu sein aufgrund des Wissens, das sie haben. Aber ihr Lieben, man kommt nicht deshalb besser durch das Leben, weil man ein Smartphone besser bedienen kann, als eure Eltern das können, oder einen Computer. Das sind alles technische Fertigkeiten, die sind nur sehr begrenzt sinnvoll und manchmal sogar problematisch. Sondern Lebenserfahrung und geistliche Lebenserfahrung ist etwas ganz anderes. Gottesfurcht zählt vor Gott viel mehr als Kopfwissen. Und intellektuelle Schulungen, intellektuelle Fähigkeiten sind vor Gott nichtig, wenn sie nicht mit Gottesfurcht und Frömmigkeit verbunden sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben die Jüngeren nicht meinen, sie seien besser und cleverer als ihre Eltern, nur weil vielleicht ihre Eltern einen einfacheren Lebensweg gegangen sind und nicht so viel formale Ausbildung hatten. Wenn wir das nochmal lesen in 1. Petrus 5,5, da heißt es ja, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das möchte ich vielleicht auch noch einmal anwenden, auch auf eure speziellen Verhältnisse. Ich habe inzwischen ja schon manche Erfahrungen in russlanddeutschen Gemeinden gemacht und ich weiß, dass manche russlanddeutsche Jugendliche sagen, naja, so manche Elemente der Heiligung, der Gottesfurcht, der Gemeindeordnungen, das ist irgendwie so ein Wurmfortsatz, ein Überbleibsel aus Russland. Das sollte man am besten wegoperieren. Und ich denke, das ist ein ganz großer Irrtum. Im Wesentlichen ist das, was Gott euren Eltern geschenkt hat, der älteren Generation, ist ein kostbares Erbe wirklicher geistlicher Erweckung, die in der Leidenszeit in Russland den Gläubigen geschenkt wurde. Und warum der westliche Christenheit so elend dasteht, so wenig wirkliche Treue und Heiligung und Gottesfurcht zu finden ist, das hat damit zu tun, dass wir im Westen seit 150 Jahren keine Erweckung mehr hatten, keine geistliche Belebung mehr. Und deswegen ist mit jeder Generation die geistliche Substanz ein Stück abgebröckelt. Ja? Und das kann auch euch passieren. Und deswegen solltet ihr jungen Christen auch ernstlich beten, dass der Herr euch Erweckung schenkt. Und die Älteren sollten für die Jüngeren beten. Denn jede jüngere Generation muss das geistliche Erbe, das Gott den Vätern gegeben hat, wieder ganz neu auch für sich ergreifen. Und das kann nur geschehen, wenn der Geist Gottes wirkt und Erweckung wirkt, dass die Dinge einem persönlich wichtig werden. Nicht nur, weil sie den Eltern wichtig waren, sondern dass es in unserem eigenen Herzen brennt. Und das möchte ich euch sehr ans Herz legen, dass ihr dafür betet. Ihr steht in einem ganz kostbaren geistlichen Erbe, gerade als Mennoniten, das sage ich mal als Außenstehender. Ja, ich habe das ein bisschen studiert. Und für mich gehören die Mennoniten eben mit den Täufern zu diesem geistlichen Überrest, der in der Reformationszeit die bibeltreue Gemeinde und die Treue zu Christus hochgehalten hat, und zwar in weitaus konsequenterer Weise als die Reformatoren. Und dieser Überrest, mit dem hat Gott Geschichte gemacht über die ganzen Jahrhunderte. Und es ist ein Wunder Gottes, dass es nach 500 Jahren Mennoniten immer noch gottesfürchtige, lebendige Gläubige gibt. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Viele andere Bewegungen sind irgendwann völlig tot gelaufen. Zum Beispiel die Herrnhuter Brüdergemeine, da ist nichts mehr da. Nur noch liberale Kirche, kein Leben mehr. Aber Gott hat die Mennoniten durchgebracht und gesegnet und gebraucht immer wieder neu.
Und es ist gut, wenn ihr dieses geistliche Erbe studiert und selber den Herrn, den Gott eurer Väter persönlich sucht und auf diesem Weg weitergeht, aus Überzeugung. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Dass man nicht meint, wir wissen es besser und wir müssen uns an die westliche Christenheit angleichen. Das ist ein Riesenirrtum. Ihr würdet einen kostbaren Schatz verschleudern und billigen Plastiktand und verdorbenes, gefährliches an die Stelle setzen. Denn das, was im Westen anders ist, das ist im Grund einfach Ausdruck der traurigen Verweltlichung und Verflachung der westlichen Christenheit. Das möchte ich euch einfach als Zeugnis mitgeben. Ja? Man schielt manchmal und denkt, warum können wir nicht so leben auf dem breiten Weg wie die anderen? Und das ist ein ganz verkehrter Gedanke. Ja, ich denke, eine ganz große Gefahr für junge Gläubige und auch für Ältere ist das zwiespältige Herz. Und das ist eigentlich genau dieser innere Zustand, wo wir auf der einen Seite bekehrt sind, vielleicht dem Herrn nachfolgen wollen, aber auf der anderen Seite möchten wir auch noch etwas von der Welt und vom Eigenleben mitnehmen. Es ist interessant, der Jakobusbrief spricht an zwei Stellen über das zwiespältige Herz. Die wollen wir mal lesen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung für junge Christen heute, dass sie dieses zwiespältige Herz überwinden und ganz herzlich dem Herrn Jesus nachfolgen. Da heißt es, in Jakobus 1, Vers 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ihr Lieben, so sind manche junge Christen. Geteiltes Herz, unbeständig in ihren Wegen. Halb gehören sie dem Herrn und halb hängen sie noch an der Welt und an dem Eigenleben. Und wisst ihr, das ist ein elender Zustand. Man freut sich nicht an dem Herrn Jesus, man erfährt nicht die Kraft, die Freude, den Segen, den Frieden des Herrn Jesus. Aber man kann auch die Welt nicht wirklich so genießen, guten Gewissens. Ja? Man hängt zwischen beiden Lagern und schwankt hin und her, so wie es einmal auch gesagt wurde von dem Propheten Elia. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ich fürchte, das ist der Zustand vieler junger Christen, zumindest in den westlichen Gemeinden, vielleicht auch bei euch. Da kann jeder sein Herz prüfen. Und dann kommt Jakobus im 4. Kapitel noch einmal auf dieses Problem zurück, mit dem geteilten Herzen. Und das finde ich auch sehr interessant. Jakobus 4, ab Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, die Liebelei, der Flirt mit der Welt, könnte man auch sagen, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Das ist genau der Punkt. Heiligt eure Herzen, weiht sie dem Herrn, gebt sie ganz dem Herrn, nicht nur halb. Gebt die Weltlust und die Lust nach Selbstverwirklichung in den Tod, gebt sie preis. Übergebt euch dem Herrn ganz und dann werdet ihr erfüllt von der Kraft des Herrn und unter dem Schutz und der Leitung des Herrn auch in der Lage sein, diese Verführungen der weltförmigen Christenheit zu überwinden und treu zu bleiben. Aber das ist die Voraussetzung. Ein geteiltes Herz bedeutet, der Teufel hat immer wieder Ansatzpunkte, wo er mit seinem Angelhaken kommen kann und euch wegziehen kann vom schmalen Weg. So lange, bis das Herz ungeteilt dem Herrn gehört. Dann ist Ruhe. Dann gibt es Sieg. Dann gibt es Freude. Aber nicht, solange wir zwischen beiden Lagern hin und her schwanken.
Das ist Untreue gegenüber Christus. Das ist eine große Gefahr. Der Flirt mit der Welt. Und haltet euch davon fern, ihr Lieben. Die Welt sieht so verlockend aus für junge Christen. Das ist natürlich auch das Problem. Ich habe mich mit 30 Jahren bekehrt. Ich hatte 15 Jahre ein Sündenleben in der Welt geführt. Und als ich mich bekehrt habe, da war für mich Fernsehen, Disco, Kino, Rock- und Popmusik, das war aus und vorbei. Das war das alte Leben. Damit wollte ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe das Zeug weggeworfen, was ich hatte. Mit Freuden musste mir niemand mich mahnen und sagen, das darfst du nicht. Aber viele junge Christen, die in behüteten christlichen Elternhäusern aufwachsen, für die haben diese Dinge eine gewaltige, verlockende Macht. Und dem muss man absagen. Da muss man von der Bibel her ganz klar sagen, was soll mir dieser Schund? Es kann mich nur von Christus ablenken, kann nur Verlust für mich sein. Wenn wir biblisch denken, dann haben wir die Kraft, uns fernzuhalten von solchen Dingen. Dann können wir das geteilte, zwiespältige Herz überwinden. Ich möchte noch kurz eingehen auf das, was eben von der Welt her, von außen her, Verführungsgefahren sind. Und ich möchte noch einmal eingehen auch auf den heutigen Zeitgeist der Gesetzlosigkeit. Das ist ja das, was in der Luft liegt, was wir in den Schulen vermittelt bekommen, was schon unsere Lehrer und Schulleiter und unsere Regierenden einatmen und worin sie leben. Das ist Gesetzlosigkeit, dass man die Gebote Gottes, den Gehorsam, die Ehrfurcht vor der Autorität, dass man das alles über Bord geworfen hat, dass man spottet über Autoritäten, dass die Selbstbestimmung und die Selbstverwirklichung das zentrale Programm des Menschen ist, das ist eigentlich eine Frucht der 68er Kulturrevolution, in die ich voll reingekommen bin, in der ich voll gelebt habe vor meiner Bekehrung. Und damals hat man gesagt, alle christlichen Normen und Gebote sind böse, sie schränken den Menschen ein, sie müssen weg. Wir wollen, dass einfach unsere Lustbefriedigung das Gesetz ist, dass alles das Gute ist, was uns Lust bereitet, und alles ist schlecht, was uns Unlust bereitet. Und so haben die Leute dann auch gelebt. Und dieser Geist ist praktisch eingezogen, und das ist ja endzeitlich auch vorhergesagt von 2. Thessalonicher 2, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Und die Gesetzlosigkeit wird immer mehr zunehmen, dass der Mensch keine Gebote und Ordnungen mehr achtet, sondern sagt, ich bin mein eigener Herr. Ich mache mir selbst meine Gebote. Und das ist teuflisch. Das ist böse. Und dieser Geist, auch in Form des Feminismus, der Frauenbefreiung, dass man sagt, wir wollen alles Einschränkende abwerfen, wir wollen uns selbstbestimmt leben, das ist der Geist des Satans und der Geist der Rebellion. Wenn wir Gott fürchten und Gott kennen, dann ordnen wir uns unter die Ordnungen, unter die Autorität. Wir sind bereit anzuerkennen, dass unser Eigenleben etwas Gefährliches und Sündiges ist. Deswegen sollen wir uns selbst verleugnen. Und der moderne Geist auch in der Christenheit sagt, dein Eigenleben ist gut, du bist dein eigener Gott, du kannst deine eigenen Normen schaffen, leb nur so, wie dir es passt. Ein jeder lebte so, wie es in seinen Augen recht war. So heißt es im Buch der Richter. Und genau in der Zeit sind wir heute in der Christenheit, unter den Evangelikalen. Und das ist Verführung. Und das ist etwas, was natürlich auf junge Christen auch einen starken Appell hat. Aber das ist völlig falsch. So sollen wir nicht leben. Denken wir noch einmal an 2. Timotheus 3, an diese Generation derer, die eben leichtfertig sind, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, die ungehorsam sind, die unheilig sind. Und von denen heißt es ja in Vers 5, wenn wir noch einmal zurückkommen wollen zu diesem Bibelvers, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also ein junger Christ kann seinen Weg nur richtig gehen, wenn er sich ganz entschieden von diesem Christentum des Falschen, des breiten Weges abwendet, wenn er dieses Pseudo-Christentum verwirft und sich nicht von ihm verführen lässt. Der Geist Gottes sagt, sie haben einen Schein von Gottesfurcht. Das heißt, sie sagen, ich bin gläubig, ich liebe Jesus, ich komme in den Himmel.
aber ihre Kraft kennen sie nicht. Das heißt, sie sind nicht wiedergeboren, sie haben den Heiligen Geist nicht. Deswegen leben sie auch so wie die Sünder, wie die Heiden. Und das ist genau diese Gefahr, diese christliche Fassade und der gottlose heidnische Kern. Und davon sollen wir uns abwenden. Das sollen wir nicht mitmachen, da sollen wir auch keine Gemeinschaft haben, keine Freundschaft mit solchen pflegen, weil das würde nämlich abfärben und unsere Gottesfurcht zerstören. Die Gottlosen, von denen die Bibel spricht, das sind nicht die Leute, die absolute Heiden sind, sondern das sind Pseudochristen. Das sind Leute, die sich Christen nennen, die Bibel genau kennen, aber nicht danach leben. Psalm 50. Zu dem Gottlosen spricht der Herr: Was nimmst du meine Gebote in den Mund? Der redet fromm daher, aber er lebt nicht danach. Und genau das ist der Frevel, genau das ist, was eben diese Endzeitchristenheit kennzeichnet. Sie reden christlich daher, aber die Kraft der Wiedergeburt, der Heiligung, des Lebens von oben, das haben sie nicht. Und diese Form von falschem Christentum sollen wir meiden und scheuen. Das würde uns auf den falschen Weg bringen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da nüchtern und klar stehen. Ich möchte nur noch kurz auf einen weiteren Verführungseinfluss eingehen. Und das ist die moderne Technik. Die Technik des Internets, der Computer, des Smartphones. Die Technik, die letztlich eine komplette Anbindung des Menschen 24 Stunden am Tag an das Internet, an irgendwelche ganz schnell erreichbare Bilder, Nachrichten, Informationen und Impulse verspricht. Und das ist ein Netz, in dem immer mehr Menschen gefangen sind und merken es gar nicht. Und deswegen ist es sehr gut, wenn man da sich ganz zurückhält, soweit man irgend kann. Man kann natürlich das Internet heute in vielen Berufen und auch in der Ausbildung nicht mehr völlig meiden. Aber man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, sollte ein Schutzprogramm haben, sollte Vorkehrungen treffen, dass man nicht in den Schmutz und die bösen Abgründe hineingezogen wird, die da vom Internet ausgehen. Und auf der anderen Seite müssen wir eben auch sagen, die modernen Smartphones sind im Grunde ein perfektes Überwachungsmittel. Und es ist auch das perfekte Mittel, wie der Antichrist einmal Leute auch steuern könnte mit Informationen, mit allen möglichen falschen Impulsen, weil alle davon abhängen und alle die ganze Zeit auf dieses Ding starren. Und da muss man auch aufpassen, dass man mit diesen technischen Möglichkeiten zuchtvoll und vorsichtig umgeht. Viele gehen in die Falle. Und wie viel Zeit junge Christen oft mit diesen Dingen verbringen, die sie vom Bibellesen und von göttlichen Dingen, vom Gebet abhalten, das wird einmal im Himmel alles offenbar werden. Aber ich fürchte, es ist schon allein deshalb eine große Gefahr. Also der Feind versucht uns scheinbar schöne, attraktive technische Hilfsmittel zu geben. Aber wenn wir nicht aufpassen, kontrollieren sie uns und bestimmen unser Leben und rauben uns etwas von der Christusbeziehung, die wir vor allen Dingen pflegen sollten. Auch da müssen gerade junge Christen, aber auch ältere aufpassen. Nun, ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte auf die Frage noch eingehen, wie können wir überwinden? Wie können junge Gläubige, wie können wir alle wirklich auch diese Gefahren überwinden? Und ich denke, ein Appell geht hier ganz klar an die Älteren, an die Eltern, an die Ältesten. Wir sollten uns ganz klar sein, dass eine große Schlacht, eine entscheidende Schlacht in der unsichtbaren Welt geschlagen wird, um die Seelen genau der jungen Gläubigen. Gerade weil sie noch ein Stück ungefestigt und unerfahren sind, will der Feind sie ganz besonders rauben und verführen und wegziehen. Und deswegen sollten wir ganz besonders beten für unsere jungen Geschwister, für die Jugend, auch für die, die sich noch nicht entschieden haben, beten, dass sie doch den Weg klar gehen, dass sie in der Unterordnung bleiben, dass sie sich etwas sagen lassen und dass wir auch wirklich uns Zeit nehmen für Gespräche, Zeit nehmen, auch auf ihre Fragen einzugehen, dass wir ihnen Liebe entgegenbringen, Verständnis, aber auch feste Führung, die sich nicht beeindrucken lässt von irgendwelchen Pseudo-Argumenten und die
eine liebevolle, feste Hand gibt. Das ist die Aufgabe der Eltern. Sie müssen ziemlich genau hinschauen, was ihre jungen Leute alles mit dem Internet, mit dem Computer machen. Es ist die Aufgabe der Jugendleiter und Jugendmitarbeiter, es ist die Aufgabe der Ältesten, darüber zu wachen, über diesen schwachen, schutzbedürftigen Teilen der Herde, wo der Feind ganz besonders versucht, an sie ranzukommen. Und auf der anderen Seite ist es eben die Aufgabe auch der jungen Leute, dass sie besonnen und gottesfürchtig leben. Und da möchte ich 2. Timotheus 2 noch einen Ratschlag lesen, denn der Geist Gottes gerade auch für einen jungen, relativ jungen Gläubigen hat niederschreiben lassen. Der Brief des Apostels Paulus an Timotheus, 2. Timotheusbrief, 2. Kapitel ab Vers 19. Und damit wollen wir dann auch zum Schluss kommen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also der Geist Gottes lehrt hier auch die jungen Christen heute, dass Absonderung vom Bösen, von der Sünde, vom Eigenleben, dass Trennung auch von falschen Christen, von falschen Lehren, von verführerischen, lockeren, gesetzlosen Leuten ganz wesentlich ist, wenn wir dem Herrn dienen wollen in der heutigen Zeit. Im großen Haus der Christenheit gibt es solche und solche. Es gibt Leute, die nennen sich hingegebene Christen, aber sie sind Gefäße zur Unehre nach den Maßstäben der Bibel. Und mit solchen sollen wir uns nicht vermischen und nicht Gemeinschaft haben, sondern junge Christen müssen die Kraft zur Absonderung haben. Die Kraft, sich zu trennen von allem, was ungöttlich ist, was nicht die Stimme des guten Hirten ist, sondern die Stimme des Wolfes und der Verführer. Dazu braucht es Kraft. Entschlossenheit, und diese Entschlossenheit möge der Herr euch schenken. Und dann kommt der Vers 22, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass gerade junge Gläubige, die noch in gewisser Weise gefährdet sind, unsicher sind, noch nicht fest gegründet sind, dass sie ganz besonders darauf achten, in einer Gemeinde zu sein, in Gemeinschaft mit Gläubigen, die dem Herrn mit ganzer Hingabe und Treue dienen, die lauter den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und das heißt, die Wahl der Gemeinde, und das wird ja heute oft so gesagt, na, du kannst die frei wählen, die ist ganz, ganz entscheidend für unser geistliches Wohlergehen. Wenn wir uns an eine weltförmige, lockere Gemeinde hängen, wo die Maßstäbe Gottes nicht mehr klar gepredigt werden, dann wird unser geistliches Leben Schiffbruch erleiden. Das ist eine ganz ernste Sache. Und es trägt mit dazu bei, dass junge Christen bewahrt werden und einen guten Weg gehen, wenn sie ganz bewusst in eine gottesfürchtige, geheiligte, bibeltreue Gemeinde gehen. Und das kann ich nur jedem sehr ans Herz legen. Und es ist heute wichtig, eben, dass wir den Weg der Selbstverleugnung, der Heiligung von ganzem Herzen und bewusst gehen, nicht nur mitschwimmen, sondern aus eigenem Herzensentschluss diesen Weg gehen. Und es ist wichtig, dass man ganz bewusst weiß, wenn ich dem Herrn Jesus nachfolge, dann gehört zu meiner Nachfolge, dass ich mich den Ältesten unterordne, dass ich mich unter die Ordnungen der Gemeinde beuge, dass ich auch den Anweisungen meiner Eltern gehorche, dass ich nicht hochmütig und eigenwillig bin. Das ist ein ganz wichtiger geistlicher Schutz für junge Christen heute, wenn sie das beherzigen. Ja, und wir alle dürfen der Gottesfurcht nachjagen, einem Leben in der Hingabe an unseren Herrn. Und das möchte ich vielleicht zum Abschluss noch stellen, diese Stelle im Titus 2. Das ist unser Ziel. Und wenn ihr dieses Ziel habt, dann werdet ihr auch an das himmlische, herrliche Glaubensziel kommen und bewahrt werden in den Gefahren dieser letzten Zeit. Wir lesen in Titus 2, Vers 11 bis 13.
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist das Programm Gottes für junge Christen und auch für Ältere. Die Gnade Gottes ist kein Freibrief zum Sündigen, kein Freibrief, ein loses Leben zu führen. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, sie diszipliniert uns. Die Gnade Gottes lehrt uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und gerecht und gottesfürchtig und besonnen zu leben. Und dann heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ihr Lieben, wenn ihr diesen Weg geht, den Gottes Wort euch vorstellt, dann werdet ihr glücklich werden. Es ist eine Freude, es liegt eine Kraft in dem gottesfürchtigen Leben einer Hingabe für Jesus Christus. Das kann ich nur bezeugen. Ich wollte es nie mit einem anderen Leben tauschen, nie mit dem halbherzigen Leben der modernen Christen. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir in der Zucht des Herrn, in der Nachfolge des Herrn, seinen Segen erleben dürfen, seine Kraft, seine Führung, seine Bewahrung. Und das möchte der Herr Jesus euch schenken. Und er zeigt euch den Weg, der dahin führt. Geht diesen Weg und ihr werdet auch diese glückselige Hoffnung haben. Ihr werdet euch freuen dürfen auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, auf diesen Moment, wo wir vor unserem Herrn stehen. Und dann wird sich auch zeigen, dass das alle Opfer und alle Entsagung und alle Kämpfe nicht umsonst waren, sondern dass sie einen reichen Lohn haben. Hier auf Erden sind wir berufen, als das heilige Eigentumsvolk des Herrn gute Werke zu tun, damit unser Herr Jesus verherrlicht wird. Möge der Herr uns allen dazu Kraft und Gnade schenken. Amen.